Moin, ihr Lieben. Ihr bekommt mich jetzt nochmal hier in einem schönen Standbild. Ich habe nämlich letzte Woche eine Zahn-OP gehabt. Und ja, bin noch ein bisschen demoliert. Deswegen mache ich das jetzt einmal so, dass ich euch im Off ein bisschen was einspreche. Ich habe mit Kapi letztens mal die Einheit, wo ich mit Stangen gearbeitet habe, ein bisschen ausführlicher für euch gefilmt. Ich muss noch ein bisschen an meiner Filmqualität arbeiten. Ich muss ein bisschen größeren Bildausschnitt wählen, aber man kann trotzdem ganz gut erkennen, was ich so mit ihr gemacht habe. Ich habe euch auch jede einzelne Stange reingeschnitten, die wir überwunden haben, um euch auch so ein bisschen Eindruck zu geben, wie umfangreich so ein Training aktuell bei uns aussieht. Und sie hat sich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich bin total happy, weil es einfach mal ganz anders aussah. Da war schon eine Schrittstange zu viel und sie ist immer darüber gesprungen und auch Trappstangen hat sie immer so Beinchaos gehabt. Und deswegen würde ich sagen, schnack ich jetzt gar nicht lange weiter und zeige euch einfach die Aufnahmen. Die habe ich nämlich für euch auch nochmal vertont. Ich habe, nachdem ich sie erstmal so im Schritt aufgewärmt habe, mir eine einzelne Stange genommen und sie immer aufwölben lassen. Und aus dieser Auswölbung sollte sie dann über die Stange treten, also dass sie wirklich kraftvoll antritt. Das fällt ihr halt sehr schwer und sie versucht dann auch so ein bisschen an der Stange vorbei, dass sie nicht direkt rüber muss, weil das ist für sie eine Balance und eine Kraftsache. Und ja, da sucht sie dann nicht den schwierigsten Weg freiwillig, ist ja klar. Aber man sieht richtig, da sie richtig den rechten Rumpf angehoben und das ist eine Sache, die ich mit ihr jetzt seit kurzem erst angefangen habe zu machen. Und das war eher so eine, bestimmt habe ich irgendwo mich inspirieren lassen, aber es war dann für mich auch so ein logischer Ansatz, dass ich sage, okay, das Aufwölben ist ja gut, aber sie soll auch lernen, so loszulaufen und durch die Stange wird das Ganze ja nochmal unterstützt. Da muss man ein bisschen geduldig sein, auch fair sein mit seinem Pferd. Wenn ihnen das einfach schwer fällt, dann lasst euch Zeit und macht nur so viel, wie ihr das Gefühl habt, dass sie das halt gut umsetzen können. Ich werde das auf jeden Fall weiter beibehalten. Jetzt bei der erhöhten Stange zum Beispiel habe ich es nicht gemacht, weil ihr seht, guck mal, wie schwer das schon für sie ist, manchmal einfach so eine erhöhte Stange zu übertreten, ohne dabei zu hüpfen. Und das wird aber schon immer besser. Sie hat immer bessere Momente und sieht immer so unspektakulär aus, aber wenn man sieht, wie schwer ihr das fällt, kann man sich ja nur vorstellen, dass das eine effektive Arbeit für sie ist und sie dadurch immer ausbalancierter und stabiler wird. Dann habe ich sie ein bisschen joggen lassen. Da war natürlich eine Katze im Busch, deswegen wollte sie am liebsten auf meinen Arm klettern. Aber auch wenn ich überlege, wie die mir immer an der Longe abgegangen ist und so, man sieht jetzt auch, dass sie noch relativ steif ist so im Körper. Die braucht ein bisschen, um warm zu werden. Deswegen ist mir Aufwärmen bei ihr auch sehr wichtig. Und eben dieses abwechslungsreiche Programm, dass sie dann über die Stangen auch sich ein bisschen dehnt, etc. Und dann habe ich, ja, wie gesagt, sie einfach ein bisschen joggen lassen, bevor es dann mit der nächsten Übung weiterging. Da wollte sie mich kurz veräppeln. Sie wollte nämlich die Richtung wechseln, weil sie ja wegen der Katze nicht so gerne in die Ecke wollte. Aber da hat sie die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bin nämlich schneller als sie. Ich bin immer sehr aufmerksam bei sowas. Aber man sieht, ihre ganze Aufmerksamkeit ist noch auf der langen Seite gewesen. Tat ihr aber auch gar nicht ganz schlecht, weil sie war echt schon fast ein bisschen zu entspannt und dann kam auch mal ein bisschen Wallung ins Pferd. Ich habe sie dann auf beiden Seiten so ein bisschen longiert und dann haben wir mit Schrittstangen weitergemacht. Das fiel ihr schwerer als gedacht. Die waren jetzt beide erhöht, auch ein bisschen enger, aber sie hat da doch noch Kauderwelsch in die Beine gekriegt und sich dann erschrocken. Ich habe mich dann entschieden, die ein bisschen weiterzumachen und nur eine erhöhte Stange erstmal zu machen. Da muss man wirklich auch ein bisschen feinfühlig sein, wenn man merkt, okay, man überfordert das Pferd noch, dann macht man halt einen Schritt zurück. Und dann war das auch, dass es ihr zwar immer noch schwer fiel, aber sie hat sich besser koordiniert bekommen. Das macht mich natürlich super glücklich. Man sieht halt eben die Fortschritte, auch wenn sie klein sind und sie bewegt ihren Körper ganz anders. Die Hüfte ist nicht mehr ganz so steif. Das war nämlich auch mal so ein bisschen ihr Problem, dass sie hinten in der Hüfte dann so fest war, dass sie einfach nicht mitgekommen ist. Es war wie so ein zweigeteiltes Pferd. Und es ist, also wie hier, es gibt noch diese Phasen, wo sie damit überfordert ist, aber
Es wird besser. Ich habe jetzt hier auch nochmal dann doch die zweite Stange auch runtergelegt und habe sie da noch ein paar Mal rüber steigen lassen. Das ist eine Übungssache, da muss man dranbleiben und das Ganze ernster nehmen, als es eigentlich aussieht, weil am Ende sind es halt irgendwie zwei Stangen auf dem Boden, über die sie im Schritt rüber steigen soll. Aber für sie ist es wirklich eine sehr, sehr lehrreiche und wichtige Aufgabe. Und danach haben wir Trabstangen gemacht und da war ich echt begeistert. Hätte ich gar nicht gedacht, dass sie das so easy peasy macht. Also da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Ich fand, sie hat für ihre Verhältnisse schön den Takt gehalten, schön die Balance gehalten. Na klar, manchmal fällt es ihr ein bisschen schwerer. Dann gibt es auch mal, wenn sie da nicht ganz so passend hinkommt. Aber grundsätzlich finde ich es richtig cool, wie sie sich gerade entwickelt und mitmacht. The sky fall, let it crumble. I got it all with your. Ich habe sie dann noch mal kurz ein bisschen traben und galoppieren lassen, bevor ich auch noch Galoppstangen und so ein kleines Cavaletti mit eingebaut habe. Und da habe ich sie einfach lässig so drei, vier Mal drüber hüpfen lassen. Und auch da war ich überrascht, wie gemütlich sie das gemacht hat, wie gleichmäßig sie danach geblieben ist. In den letzten Wochen, wenn ich sowas mal gemacht habe, war das eher, dass sie danach dann ja aus der Balance gekommen ist und aus dem Grund dann so losgeprescht ist, um wieder Stabilität reinzukommen und weil sie noch einfach unsicher wurde. Das war außer auf der linken Hand ein, zweimal überhaupt nicht zu sehen. Also man kann auch einen krassen Unterschied bei ihr feststellen zwischen der linken und auch der rechten Hand. Es war zwar Arbeit für sie, aber sie ist nicht so komplett am Schwitzen gewesen oder hat eine super hohe Frequenz bekommen. Wir haben ja auch viel Schrittarbeit gemacht. Das war ein sehr, sehr gutes Pensum für sie. Sie wirkte danach auch zufrieden und ausgeglichen, nicht überfordert, nicht überlastet. Bei ihr konnte man das nämlich erkennen, wenn ich zu viel gemacht habe, dass dann auch schnell mal die Vorderbeine in der Muskulatur richtig so am Zucken waren und sie sich wieder ungesund hingestellt hat. Und mittlerweile habe ich da ein ganz gutes Gefühl und Gespür für bekommen, was ich mit ihr machen kann, wie viel ich mit ihr machen kann. Oder passe das dann auch während einer Einheit an, wenn ich merke, ich mache doch noch zu viel. Und damit bin ich sehr happy gestern gewesen und es kann so weitergehen. Ich hoffe, euch hat dieser Einblick gefallen. Ich werde euch auch in Zukunft immer mal so ein bisschen weiter mitnehmen, auch wenn ich zum Beispiel für Instagram irgendwas drehe und schneide in Hochformat. Ich hoffe, es ist okay für euch. Da ich eben weiß, dass ein paar von euch nur YouTube nutzen und kein Instagram haben, ist mir es wichtig, dass ich euch da auch so ein bisschen auf der Reise mitnehmen kann, denn wir stehen ja noch ganz am Anfang, nach den vielen Pausen, sind wir jetzt wirklich erst seit 4 Wochen mal intensiv an der Arbeit. Sie macht tolle Fortschritte und aus dem Grund ist mir es wirklich wichtig, euch da ein bisschen mitnehmen zu können und euch dann auch mal ein bisschen ausführlichere Einblicke in solche Bodenarbeitseinheiten so zu zeigen. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.